želim da izrazim zahvalnost Vlade Republike Srbije povodom uručenja pomoći od strane Vlade Republike Austrije, odnosno Austrijske razvojne agencije i tako dalje, koja je inače već godinama upućuje humanitarnu pomoć našoj zemlji i na čemu smo im naravno veoma zahvalni. Aleksandar i ja smo razgovarali telefonom, ja mislim da je to bilo 25. aprila i on je najavio da će uputiti ovu pomoć. Aleksandar, mi haben telefoniert. Ich denke, dass wir mit dem Kunden zusammen sind, dass er einen Anruf gibt, dieser Unterstützung ist wahr. Naravno, svi smo mi virusa. Želim vam da zezno saučešće svim onima porodicama, svim onih koji su izgubili živote kao posljedica na bolesti. Natürlich sind wir alle diesen schrecklichen Menschen der Pandemie gestellt und ihren Folgen und ich möchte auch mein herzliches Beileid an alle Familien aussprechen, die ihre Lieben im Zuge dessen verloren haben. I Austrija i Srbija su se veoma uspešno borili protiv posljedica pandemije. Österreich und Serbien haben beide erfolgreich gegen die Folgen der Pandemie angekämpft. Želim da čestitam austrijskoj vladi i uopšte Austriji kao državi, zato što su statistički podaci koji dolaze iz Austrije govore o tome da je da su rezultatima je bio najuspešniji u Evropi u suzbijanju štetnih posledica, odnosno najtragičnijih posledica COVID-19. Und ich möchte auch meine Gratulation an die österreichische Regierung und den österreichischen Staat aussprechen, weil auch die Statistiken, die aus Österreich kommen, zeigen, dass es eines der erfolgreichsten, die man Europa warten kann, gegen die schlimmsten und schwächsten Folgen des Virus. Mi smo međusobno se pomagali u vreme pandemije, odnosno pomogli smo da se austrijski državljani vrate u Austriju, prevezli smo 57 austrijskih državljana, a iz Austrije je više od 2000 ljudi prešlo granice, iako su one bile zatvorene uz naše dogovore, znači omogućili su da se ti ljudi vrate u Srbiju. Während der Pandemie haben wir uns gegenseitig auch unterstützt bei den Bemühungen, die jeweiligen Staatsbürger in das jeweilige Land zu schaffen. So haben es mit unserer Unterstützung auch 57 österreichische Staatsbürger in Österreich geschafft. Und im Gegensatz haben über 2000 Menschen aus Österreich mit Einzelland sehr finanziert, auch zu einem Zeitpunkt, wenn sie geschlossen werden, dank unserer gegenseitigen Absprache. Epidemiološka situacija biti pozitivna i u narednom periodu i da će to omogućiti relaksaciju i svih ovih mera ograničenja koje su bile prisutne. Wir hoffen, dass die epidemiologische Lage im Laufe der Zeit auch positiv werden wird und dass dies eine Lockerung der ganzen Maßnahmen, die wir in dieser Zeit hatten, ermöglichen wird. Naravno, za nas je Austrija veoma važan partner. Imamo dobre i prijateljske odnose. Na ekonomskom planu Austrija je jedan od najvećih investitora u Srbiji, odnosno austrijska privreda i preduzeća i mi želimo da zahvalimo Austriji na podršci koju ona pruža u evropskim integracijama. Sve o svemu želimo uspešan mandat nove vladi koja je stupila na dužnost u ovom teškom vremenu i nadam se da ćemo se videti u nekim normalnim uslovima, jer je Aleksandar planirao da dođe u posetu, čini se kraja marta smo dogovarali, ali sve ovo odložimo.
wichtiger Partner für Serbien und wir pflegen gute und freundschaftliche Beziehungen. Auch wirtschaftlich ist Österreich einer der größten Investoren in Serbien, beziehungsweise das sind österreichische Unternehmen. Und ebenfalls sind wir dankbar für die österreichische Unterstützung bei der europäischen Integration. Wir wünschen den neuen Regierungen einen erfolgreichen Mandat, das ja in diesen schwierigen Zeiten begonnen hat. Es war ein Besuchland für Ende März, der natürlich stattfinden konnte, und wir hoffen, uns mal unter normalen Umständen sehen zu können.